ein aufsehenerregender Prozess, der unter großer medialer Beobachtung hier in Klagenfurt stattfindet. Es geht um einen verhängnisvollen Junitag im Jahr 2017 am Wörthersee, als also durch ein Manöver mit einem Motorboot ein Mann ins Wasser geschleudert wurde und dann Zeugen beobachtet haben wollen, wie das Motorboot rückwärts gefahren sei und dadurch mit der Schiffsschraube den Mann, der ins Wasser gefallen ist, getroffen habe. Nun sind zwei Angeklagte hier vor Gericht, einerseits ein ehemaliger Medienmanager aus Niederösterreich, dem wird also vorgeworfen, diese fahrlässige Tötung begangen zu haben, indem er also fahrlässig das Fahrzeug bediente, nämlich den Rückwärtsgang einlegte, während sich noch jemand im Wasser befand. Der zweite Angeklagte ist der Bootsverleiher, der auch am Boot war. Dem wird vorgeworfen, fahrlässige Tötung durch Unterlassung. Er hätte eingreifen müssen, um das Ganze zu verhindern. Ja, und bei der heutigen Aussage des Erstangeklagten wird klar, dass er sich als nicht schuldig bekennt. Er gibt an, er sei sehr wohl mit dem Boot gefahren. Allerdings habe das spätere Opfer ihm ins Lenkrad gegriffen, weil der nämlich solch ein Manöver haben wollte, miterleben wollte. Dadurch kam das Boot ins Schleudern und beide wurden laut Aussage des Angeklagten ins Wasser geschleudert. Als er wieder zu sich kam, gibt er an, dass das Opfer bereits von der Wasseroberfläche verschwunden sei. Nun widerspricht der Anwalt des Zweitangeklagten dieser Version, vor allem deshalb, weil er sagt, irgendjemand müsse ja den Rückwärtsgang eingelegt haben. Und da der Erstangeklagte am Steuer war, müsse der das quasi sein. Auf der anderen Seite sagt auch der Anwalt des Zweitangeklagten, dass sein Mandant auch nicht schuldig sei, deshalb, weil bei diesem Manöver, das nur circa eine Sekunde dauere, könne man gar nicht eingreifen. Also er habe nichts unterlassen, denn wie solle man reagieren bei einem Manöver, das eine Sekunde dauert, wo irgendjemand ins Lenkrad greift und das ganz kurz herumreißt, da reiche es einfach nicht, dass man das Ganze verhindern könne überhaupt. Auch eine wichtige Rolle spielt der Alkohol. Die Personen auf dem Boot waren alkoholisiert. Der Hauptangeklagte hatte nachweisbar 1,2 Promille im Blut. Das liegt deutlich über der Grenze von 0,5 Promille. Ja, und dieser Prozess gestaltet sich als besonders spannend, eben weil die beiden Hauptangeklagten sich diametral widersprechen. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht und am 16. Mai wird mit einem Urteil zu rechnen sein.